Hallo Menschen, kommt Leute, hier ist Scrubbed und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Resident Evil und ich muss euch eine Kleinigkeit beichten. Und zwar seht ihr, ich habe volles Leben und einen Granatwerfer. Und zwar muss ich mir das ercheaten. Ich sag nicht, wie ich das gemacht habe, damit ihr es nicht machen könnt, damit ihr das Spiel normal spielen könnt. Aber ja, ich hatte nämlich total fucked up. Ich habe nämlich hier in dem Raum gespeichert und ich hatte nur einen einzigen Speicherpunkt. Und ich hatte den Granatwerfer hier nicht und ich hatte nur einen Lebenspunkt. Das heißt, es wäre unmöglich gewesen für mich, diesen Bosskampf hier draußen zu schaffen. Und ich wollte jetzt nicht 15.000 Mal mit 6 Gewehrschüssen und 6, glaube ich, Schüssen der Pistole, 7 Schüssen der Pistole, irgendwie versuchen, das hier hinzubekommen, weil das wäre lächerlich gewesen. Ich hätte es niemals geschafft und ich hätte komplett das Spiel von vorne anfangen müssen. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal volles Leben gemacht und diesen Granatwerfer geholt mit nur 6 Schuss, damit es nicht zu lächerlich ist. Aber ich kann danach auch wegwerfen, wenn ihr wollt, ist mir egal. Ich will einfach nur jetzt irgendwie diesen Boss schaffen können. Okay, gut, wir gehen jetzt hier raus, weil ich meine, ich habe ja gespeichert und wusste nicht, dass hier jetzt ein fucking Bosskampf kommt. Aber dafür weiß ich jetzt, dass ich am besten mehrere verschiedene Speicherstände machen werde. Das wäre wahrscheinlich am smartesten. Okay. Bosskampf breche ich ab, damit wir den jetzt direkt befighten können. Okay, wie muss ich den abballern? Ich habe keine Ahnung. So? Ich habe ihn nicht getroffen. Wow, das war gut. Ich weiß nicht, wann ich ihn abballern muss. Ich treffe ihn halt einfach mal nicht. Geil. Ich habe halt jetzt voll verkackt. Ich weiß halt echt nicht, wie soll ich den denn fighten? Wo soll ich denn wissen, wann ich ihn abballern muss? Das ist doch dumm. Komm her. Ich laufe für irgendeine Ecke. Vielleicht bin ich dann sicherer. Ich habe keine Ahnung. Triffst du den jetzt auch irgendwann? Ich treffe den halt einfach nicht. Das ist halt dumm. Das ist halt, ach fuck off, ich lade neu. Fuck the shit. Jo, jetzt sind wir wieder. So, ich hoffe mal, dass es jetzt irgendwie klappt. Das ist echt, das Spiel nervt mich mittlerweile etwas sehr. Okay, ich habe keine, wo ich mich hinstellen muss, damit das Vieh jetzt auf mich zukommt. Oder wo ich hinschießen muss, damit ich überhaupt treffe. Ich habe keine Ahnung, aber ich schätze einfach mal, ich werde irgendwo in die Ecke laufen. Und jetzt hochzielen. So, und dann jetzt... Okay, es hat geklappt. Jetzt bist du jetzt weg. Ich habe keine Ahnung, ich drücke auf die ganze Zeit Q, damit ich automatisch anvisiere. Hab getroffen, nochmal. Okay, jetzt kommen kleine Gegner. Jetzt kommen kleine Gegner. Und ich habe nachgelesen, dass ich die mit der ganz normalen, mit dem Gewehr hier einfach fertig machen muss. Ich habe keine Ahnung, ich schätze einfach, das ist richtig. Komm, jetzt ballern einfach, bitte. Kannst einfach ballern, please. Einfach die Scheiße hier treffen. Ich treffe die halt überhaupt nicht. Das ist halt voll fucking nervig. Wie viel Leben habe ich noch? Bin ich daran jetzt gesund? Okay, die machen also absolut gar keinen Schaden, die Viecher. Das ist gut zu wissen. Okay, ich treffe auf jeden Fall die komische Fledermaus auch ab und zu mal. Das ist interessant, das ist gut zu wissen. Ich bin einfach die ganze Zeit hoch und ich hoffe mal, dass ich irgendwas treffe. Ich weiß es nicht. Vielleicht klappt das ja. Ich schätze mal nicht. Oh, ich hab... Ey, das ist... Das ist einfach nur AIDS pur, was hier gerade passiert. Das ist einfach nur alle Krankheiten, die ein Mensch bekommen kann auf einmal in super nervig. Wie viel Leben habe ich noch? Sag mir bitte nicht, dass ich gerade am Sterben bin. Weil ich will das... Warnung. Ich bin am Sterben. Wow, wie interessant. Kannst du... Alter, ist das... Ist das nervig? Wait. Ich hab doch nicht mal auf das Ding geschossen. Dümmster Bossfight in der Geschichte aller Bossfights. Hey, aber... Ja, ich meine, es geschafft. Oh Gott, okay, hier brauche ich den komischen Greifhaken. Den komischen Greifhaken wieder. Das ist gut zu wissen. Ich habe noch 4 Schuss mit dem Ding hier übrig und ich behalte das jetzt einfach mal. Ist mir scheißegal. Beleidigt mich halt. Ist mir egal. Ist mir... I don't fucking care. Es ist mir völlig fucking egal. Es ist mir völlig egal, ob das jetzt fair ist oder nicht. I don't care, es ist mir völlig egal. Okay, ist die Tür jetzt offen für immer? Ich will jetzt mal gucken, ob ich vielleicht durchlaufen kann. Sag mir bitte, dass die Tür jetzt nicht komplett verschlossen ist, nur weil ich hier einmal durchgelaufen bin. Habe ich den Greifhaken bei mir? Ja. Ich habe den Greifhaken bei mir. Okay, was ich jetzt aber vorher machen will. Let's regroup. Okay. I don't fucking care. Okay, kann ich hier langlaufen? Gibt's hier irgendwas Interessantes? Vielleicht? Nein? Nichts? Doch, ich kann hier langlaufen. Ich weiß noch nicht, ob es hier irgendwas gibt. Wow. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Das ist aber schön. Die Stromzufuhr scheint uns unterbrochen. Das ist aber schön. Also schätze mal, muss ich mit ihr oben aufs Dach gehen, dann irgendwie den Strom für uns freischalten, oder? Aber bevor wir das machen, gehen wir jetzt einmal kurz in die andere Richtung zu den beschissenen Affen. Und ist mir egal, ich werd einen fucking Granatwerfer nehmen, diesen Affen umzulegen. Obwohl, ich habe eine Pistole. Ist vielleicht smarter, ne? Nehme ich mal die Pistole. Nehmen wir die Pistole mit und legen mit der Pistole die Gegner um. Lol. Weil ich weiß, es gab hier irgendwo so ein komisches Heilding. Irgendwo in der Richtung hier. Wenn man auf der anderen Seite rausgegangen ist, gab es da auf jeden Fall noch was. Das weiß ich. Das weiß ich noch. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant, diese Suche. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal... Nee, ich mach's anders. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe mal, dass der Affe gleich nicht die Frau angreift. Habe ich noch Munition drin? Ich guck einfach mal nach. Ah, fuck. Okay, ich habe keinen Platz dafür. Das Ding ist... Ah, fuck it. Scheiß drauf. Whatever. Okay. Du bleibst jetzt kurz hier, damit ich jetzt diesen scheiß dreckigen Scheißaffen umlegen kann.
Und dann gucken wir einfach mal, was es hier in dieser Richtung noch gibt. Ich weiß es nicht. Ich kann mal gucken. Okay. Zwei Affen. Gut zu wissen. Hätte ich niemals... Okay, gut, ich würde... Und noch einmal. Wie geil. Legen wir diese Scheißfledermaus noch einmal um. Vielleicht klappt es diesmal ja irgendwie alles besser. Warum auch immer. Fuck it, komm, let's go. No, shut up, I don't care. So, okay. Wir sehen jetzt wieder die Frau. Ich habe ihr das Gewehr gegeben, weil ich ziemlich sicher bin, dass das nächste Kapitel mit ihr spielen muss, weil ich mich da auf diesen komischen... Ich muss sie wahrscheinlich mit dem Haken auf das Dach teleportieren. Und dann von da aus muss ich irgendwo Strom suchen und irgendwie die Tür hinten aufmachen. Da muss ich wieder 15.000 Rätsel lösen, dann kommen noch 15 Bossfights und dann ist das Spiel, glaube ich, durch. Nice, ne? Okay, ich habe meinen Granatwerfer von eben weggeworfen, das heißt, damit ich einfach jetzt überhaupt keinen Bonus mehr habe, nehme ich jetzt einfach den, der hier liegt. Wow, ich frage mich, ob da irgendeine Form von Munition drin ist. Nein, wow, das ist toll. Gut, dann nehmen wir die Frau, du folgst mir jetzt. Folg mir bitte. Dankeschön, wir legen diese scheiß zwei verfickten Drecksaffen um, die mir eben nochmal eine halbe Stunde abgezogen haben. Toll, ne? Geil. Ich freu mich sehr. Und jetzt legen wir ihn einfach um. Fuck it, komm. Bam. Noch ein. Komm her. Trau dich. Fucking traut euch. Scheißviecher. Aber ihr seid tot, ne? Jetzt seid ihr tot. Wusste ich doch. Okay, ist hier zweimal Kraut? Hier ist zweimal Kraut, oder? Ich glaube, hier ist... Hab ich Platz? Ich weiß nicht, ob ich Platz habe. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, hier ist zweimal Kraut. Nein, hier war nur einmal Kraut. Wie schön. Was kann ich jetzt hier in diesem Gebiet machen? Moment, wo bin ich? Wo bin ich? Wo? Oh. Oh. Wir sind... Okay, gut. Das erklärt auch die Frage, wie wir von hier aus wieder ins Hauptgebäude zurückkommen. Das geht, indem wir jetzt einfach diese komische Leiter herunternehmen. Dann wären wir wieder im Hauptgebäude. Das wäre also kein Problem gewesen. Das würden wir locker hinbekommen. Wie toll. Das ist Ding jetzt da hoch mit der Frau und lösen dann da alle Probleme, die es da gibt. Gut. Wie toll. Ich freue mich sehr. Das heißt... Ein paar von euch haben ja gesagt, dass wir den Greifhaken nicht mehr brauchen, einfach liegen lassen können. Nö. Den brauchen wir schon sehr. Den haben wir schon sehr gebraucht. Den werden wir nämlich jetzt genau nochmal brauchen. Aber ich glaube, nach der Stelle, wo wir ihn jetzt benutzen, werden wir ihn nicht mehr im Spiel brauchen, oder? Glaube ich. Ich glaube, wir brauchen hiernach nicht mehr. Ich habe nämlich schon so ein bisschen so den Walkthrough durchgelesen, was man so als nächstes alles machen muss und was noch so alles auf uns wartet, weil ich generell wissen wollte, wie lange das Spiel noch ist. Und wir sind jetzt, glaube ich, in Kapitel 5 von 6, glaube ich. Oder? Ich habe auf jeden Fall gesehen, in allen Walkthroughs ist das Spiel so in 6 verschiedene Kapitel geteilt und das hier ist jetzt Mitte von Kapitel 5. Das heißt, es ist wirklich nicht mehr lang. Wahrscheinlich werden wir es im nächsten Part dann durchspielen, was sehr gut ist. So, jetzt bitte fliegt er hoch. Wow, die haben nicht mal eine fucking Animation dafür eingebaut. Herzlichen Glückwunsch, Spiel. Es ist schon sehr mächtig, was sie hier abgeliefert hat. Okay, wir sind auf dem Dach drauf. Warum, wieso, ich frage nicht nach. Wie klein dafür... Oh... Wirklich, der größte Kritikpunkt von mir im Spiel ist, ich weiß, damals waren diese verschiedenen Animationen vom Leitern klettern, vom Treppenlaufen als möglich waren für Speicherpunkte da. Aber mittlerweile ist das einfach nur Schwachsinn, oder? Ja, leg um. Ich meine, mittlerweile ist es einfach nur so Stilmittel, aber es wirkt einfach nur nervig mittlerweile. Okay, wir können da jetzt mittlerweile durch, schätze ich. Weil wenn wir jetzt da durch können... Oh, sag mir, ich kann bitte wieder zurücklaufen. Hier ist ein Kraut, das kann ich vielleicht verwenden direkt. Das wäre sehr gut. Ja, von der Klippen aus bietet sich eine tolle Übersicht über den See. Das glaube ich dir. Ich würde trotzdem gerne dieses Kraut nehmen. Verwenden. Kombinieren. Hiermit. Thank God. Das heißt, wir können es jetzt noch einmal komplett vollheilen, was gut ist. Wir haben aktuell volles Leben, können es danach nochmal vollheilen. Hey, wir haben die Tür von dieser Seite. Oh, ich dachte schon, wir müssen jetzt unbedingt mit ihm spielen, weil das wäre sehr nervig gewesen. Sehr nervig. Nice. Okay, wir sind jetzt... Wo ist der Dude? Dude, wo bist du? Dude, wo bist du? Komm her. Ach, der ist ja in dem Gebäude hier drin. Oh, komm jetzt her. Komm raus. Heul auf rum sollen. Komm einfach. Komm jetzt. Komm hier raus. Komm. Na, komm. Komm her. Komm her, Freund. Wir spielen jetzt ein bisschen zusammen. Wundervoll, ne? So, jetzt kommst du bitte. Come on. Okay. Wir müssen uns neben ihn stellen und dann. Come on! Rufen, damit er uns folgt. Das ist, ich glaube, wir haben in dieser Beziehung offensichtlich die Hosen an. Wir sind eine sehr emanzipierte Frau. Kann man nichts zu ihm sagen. Schon sehr, sehr, sehr heftig. Okay, geht's bitte hier lang. Dann, ich werde müde von diesem Spiel. Ich bin rein. Ja, mach alles weiter. Ich würde gerne dieses Kapitel noch in diesem Party durchspielen können. Ich weiß ja nicht, wie viel noch auf uns wartet. Aber ich weiß, wir müssen noch in ein Labor reinkommen fürs letzte... Ich glaube, wir sind da jetzt drin. Ich glaube, wir sind jetzt im Labor drin.
Dann würde ich sagen, machen wir das noch fertig. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Ich glaube, ihr habt gerade erst 5 Minuten vom Spiel gesehen oder so. Für mich waren es halt schon wieder 1,5 Stunden. Circa. Naja, okay. 3/4 Stunde bis jetzt, glaube ich. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das Spiel macht ja sogar für eine gewisse Art Spaß, aber es ist einfach nur sehr, sehr ermüdend und frustrierend. Was ist das hier? Kann ich mir nicht mehr durchlesen. Ah, wieder eine Ladeanimation für die Tür. Das war natürlich das Allerwichtigste, was das Spiel in irgendeiner Form machen konnte. Wie schön. Gut, was gibt's hier zu lesen? Bücherregal ist voller Pimmel. Hier ist ein Gegner. Hier ist irgendwo ein Gegner. Und hier ist eine Notiz. Die nehme ich auch mit. Markus Tagebuch 2. Herausgerissene Seite. Oh! Vorsichtig, wie ich bin, habe ich meine Babys in eine Spezialkapsel gesteckt. Aber bei mir sind sie nicht sicher. Ich muss sie verstecken. Ein Eichenblatt verstecke im Wald. Die Kapsel lässt sich nur mit einem speziellen Verdünner öffnen. Haben wir uns doch aufgeschrieben, wie das ging. Verdünner war grün und rot. Grün und rot. Gut, wir haben hier, was haben wir bei ihr drin? Grün. Das heißt, wir müssen noch einmal rot haben, damit wir es kombinieren können. Und dann haben wir einen Verdünner, den wir brauchen. Ach, really, ich muss hier nochmal... Okay. Wir brauchen das Teil also noch einmal. Wie schön. Ich habe gar nicht mehr geguckt, ob da unten irgendwelche andere Gegenstände sind, die wir einsammeln müssen oder so. Ich schätze einfach mal nicht. Andere Frage, wer von beiden hat überhaupt die ganzen Notizen bei sich? Ist hier ein Verdünner drin? Haben wir jetzt richtig Glück und sind in den Raum reingekommen, in dem wir... Moment mal. Da liegt eine Notiz. Da ist ein Computer. Er springt nicht an. Ich will doch, dass du die Notiz da liest und nicht... Du dumme Bitch. Oh, thank God. Tagebuch des Laborer. Blöd, irgendwas. Heute gemäß Markus' Befehl, Zugangscode für Plattform geändert. Ich frage ihn, worauf der Code basiert. Er sagt, es hätte etwas mit dem Wachstum seiner Kinder zu tun. Aber er ist ein Einzelgänger. Nicht verheiratet, hat auch keine Kinder. Was meint er bloß damit? Wir werden schon irgendwie rauskriegen, schätze ich. Oh, what the fuck bist du? Oh, ernsthaft jetzt? Muss ich gegen den kämpfen? Wie soll ich das denn schaffen? Ich habe nichts bei mir. Da ist auf jeden Fall eine Karte. Ja, eine Karte vom Labor. Wie schön. Aber wie soll ich den Typen jetzt umlegen? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe überhaupt nichts bei mir. Wie stellst du dir das vor? Kann ich raus? Ich kann hier raus. Okay. Heißt, ich muss jetzt irgendwie erstmal irgendwelche Waffen finden. Wenn ich keine Waffen finde, hole ich mir Waffen mit Cheats. Ist mir... I don't care. Sorry. Okay, ich sehe es nicht ein. Doch, ich sehe es ein. Ich spiele das Spiel richtig. Es tut mir leid. Ich habe gelogen. Ich werde nicht cheaten. Okay, wo muss ich jetzt von diesem Raum aus hin? Ich habe keine fucking Ahnung. Alles ist verschlossen. Die eine Tür, da kann ich aufmachen, da kann ich auch speichern. Okay, ich schaue mich erstmal hier um. Schauen wir uns erstmal um. Die Tür in die Richtung, ich gucke, die ist verschlossen. Die hier. Das war interessant. Vielen Dank für diesen Wortbeitrag. Von da komme ich. Das heißt, ich kann da und da rein. Hier ist ein Speicherpunkt drin. Gucken wir mal, was es sonst noch hier drin gibt. Vielleicht gibt es ja voll interessante Sachen. Richtig spannende Sachen, Mann. Notizen. Oder Flaschen. Mit denen ich dann Molotov... Really? Noch mehr davon? Wie viel Platz habe ich denn dabei? Ich habe gar keinen Platz. Okay, ich lasse es mal kurz fallen. Ich hoffe einfach, dass wir es gerade nicht brauchen. Wir haben so viel komische Benzinkanister gefunden, dass ich einfach mal schätze, dass wir daraus was bauen können. Das können sie nicht öffnen. Woher weißt du das? Hast du schon ausprobiert? Ha? Hast du ausprobiert, ja? Interessant. Grünes Kraut. Wir haben jetzt so viel Kram zum Heilen. Ich habe jetzt sogar volles Leben gerade. Das ist, oh, natürlich ist... Oh, alles auf einmal nebeneinander. Ja, okay. Diese krampfhaft erzwungene Schwierigkeit mit wenig Inventarplatz, ey, das ist einfach nur nervig. Ich will es doch auch nur kombinieren, ich will es nicht tragen. Jetzt wirf einfach irgendwas auf den Boden hier. Ab, okay, komm, wirf ab. Fuck den Scheiß, komm. Das haben wir jetzt ein. Und kombinieren wir. Damit. Jetzt haben wir 3 Molotow-Cocktails, damit wir diesen Zombie umlegen können. Wie schön. Jetzt speichern wir. Daten aufzeichnen? Ja. Bitte. Ich frage mich eigentlich gerade, wie das gedacht ist, dass man das Spiel durchspielt, wenn man jetzt zum Beispiel von dem Fledermaus-Boss gespeichert hat und keinen Granatwerfer dabei hat und wenig Leben hat. Was soll man da machen? Soll man das Spiel einfach aufhören, weil man dann verloren hat? Oder... I don't know. Ich hinterfrage es gar nicht mehr. Komm, blick ab. Ganze Scheiße, die du dabei hast. Niemand braucht das. Niemand interessiert sich dafür. Was ist das hier? Ist es so hoch, zum Herunterspringen? Nein, ist es nicht. Ist es ganz und gar nicht. Das Ding müssen wir wahrscheinlich umdrehen oder so später. Okay, das kann ich jetzt mitnehmen.
Ja, nimm mit. Dann machen wir jetzt nochmal den Molotow-Cocktail in die Hand und dann legen wir diesen gottverdammten Zombie um. Diesen Schleimgrün. Der sah aus wie ein Baum. Das ist ein Baumzombie. Kann ich den Baumzombie nennen? Ist jetzt ein Baumzombie. Ich nenne dich jetzt Baumzombie, Baumzombie. Es tut mir leid. Aber das ist nun der Name. Hier kann ich auch noch rein, ne? Einfach mal schauen, was es hier Interessantes zum Einsammeln gibt. Bestimmt ganz viele Gegenstände, die super wichtig zum Weiterkommen sind. Ich freue mich. Okay, die stehen halt logischerweise auf. Also komm. Ich habe übrigens die Pistole von dem Boss hier genommen, von unserem coolen Charakter. Weil ich das Gefühl habe, dass die einfach wesentlich. Die ist auf jeden Fall wesentlich stärker. Ich habe nicht nur. Oder kann ich noch weiter? Ich würde sagen, ich habe das Gefühl, dass ich damit besser kämpfen kann, aber das Ding ist halt wirklich besser. Ich glaube, dann machen wir bessere Headshots oder so, weil die. Ist halt präziser, stand da. Also würde das stimmen. Kann ich das mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Wirklich, gib mir noch ein bisschen mehr Platz. Okay, welcher von euch will das. Du stehst auf. Komm, tritt kaputt. Wundervoll. Du auch? Er wurde mit frischer Bio. Bläh. Don't care. Bläh. Okay, komm, wir sammeln einfach die Notiz hier ein. Ja. Akten zum Egelwachstum. 3. Februar 1998. Habe 4 Egeln. Oh. Komm her, Zettel. Komm her. Okay. So. 4 Egeln-Tee verabreicht. Zunächst lesen sie, dann vermehren sie sich. Keine Ahnung. Oh Gott, wait, what? Okay. 10. Februar. Seit Verabreichung von Tee sind 7 Tage vergangen. Ist 7 jetzt die nächste Zahl? Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Okay. Seit Verabreichung von Tee sind 7 Tage vergangen. Große Rapide verdoppelt. Erste Anzeichen von Wandlung, Vermehrung verabreicht. Ihre Zahl verdoppelt sich in einer Stunde. Okay, also 4, 8 vielleicht? Oder einfach nur 8. Ich weiß nicht. 4, 8. Aber die Heißhunger führt zu Kannibalismus. Schnellfuttermenge erhöht. Aber 2 wurden gefressen. 2. 4, 8, 2. Habe ihn Lebendfutter gegessen, um die Hälfte verloren. 4, 8, 2, 1. Weil Lebendfutter sich wehrte. Die Egel lernten jedoch aus Erfahrung. Bla, 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 bla. Individualität der Egel, Selbstverfütterung nicht mehr präsent. Sie bewegen sich als Gruppe. Ein Mitarbeiter hat mein Experiment entdeckt, sind Menschen als Futter geeignet. Wow. Ein denkwürdiger Tag. Heute haben sie mich nachgemacht. Sie erkennen also ihren Vater. Wunderbare Kinder, ihr gehört mir allein. Okay, also die Viecher können Wiesen nachbauen. Das ist sehr interessant. 4821 ist also der Code für irgendeine Tür. Ich weiß nicht genau welche. Ist mir auch wirklich egal gerade. So, kann ich hier... Sieht aus wie eine Art... Oh. Hier sollte es mixen. Ja. Wir haben jetzt einen Verdünner. Das ist interessant. Kann ich hier was machen? Muss ich da was reinmachen? Muss ich da einen Verdünner reingeben? Wenn ich da jetzt einen Verdünner reingebe, kann ich dann hier mit den Sachen, die ich gerade dabei habe, kämpfen? Oder ist das zu wenig? Ich bin mir gerade nicht sicher. Weil ich gehe mal davon aus, dass da irgendwie ein Boss rauskommt oder sowas. Egal. Ich werde jetzt einfach mal die Chemikalie reingeben und hoffen, dass ich jetzt nichts super falsch mache. Was für ein Gegenstand ist denn in dem Raum mit diesem komischen grünen Zombie? Ich dachte nämlich, da wäre der Verdünner drin gewesen. Aber den habe ich ja jetzt dabei. Ach, ist mir jetzt auch egal. Komm, verwenden. Doch, das brauchst du jetzt. Das brauchst du jetzt sehr. Weißt du? Du musst dir das nämlich hier vorstellen. Und das da reinkippen. Nein, nicht. Kombinieren mit irgendwas. Wir haben einen Verdünner, aber was wollen wir denn mit dem Verdünner machen? Ach, fuck. I don't care. I don't know. I don't really know. Okay, da ist Giftgas drin. Aber wir haben uns den Verdünner. Ach, I don't know. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. So, ich lasse das einfach hier liegen. Weil ich schätze mir, das brauchen wir erstmal nicht, weil wir haben volles Leben und haben volles Heilding noch dabei. Nehmen wir die Gewehrmunition mit, weil die könnte sehr interessant sein und sehr brauchbar. Die kombinieren wir jetzt mit diesem Gewehr. Und werden nun diesem Weg folgen. Was ist das hier? Moment, da bin ich doch gar nicht von. Wo kann ich denn jetzt dahin? Ich weiß nicht. I don't know. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hinlaufen können. Wir können anscheinend in einen anderen Raum laufen. Warum auch immer wir das können. Was ist denn das jetzt hier? Ein einfacher Aufzug transportieren für. Welche. Na, wo ist eine. Was für eine Bibliothek denn jetzt? Spiel. Muss es sein? Wo ist denn hier eine Bibliothek? Ich meine, da ist ein anderer Spieler. Hä? Der kann halt nirgendwo hin, wo wir gerade sind. Wo ist der überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Warum gibt es so unglaublich viele Räume hier? Wir sind in Keller 2.
Okay, gut, dann legen wir jetzt Leute um. Hier. Bam, 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 bam. Nein, geh weg. Fuck you, geh weg. Wow, Glückwunsch, du Vollidiot, du bist behindert. Wow, ich treffe nicht. Okay, ich nehme dir das Gewehr, das scheint wesentlich stärker zu sein. So, jetzt nehmen wir das. Und ballern dir in den Kopf. Goodbye. Ja, auch. Goodbye. Na, ah, du bist tot. Ich habe schon Angst gehabt, dass du nicht tot bist, aber du bist tot. Okay, was sind hier jetzt für... Nur grüne Chemikalie? Nein. Warum sollten wir das tun? Was ist das? Was ist das? Ein bisschen vermagert. Sie sorgt, das ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Ich... Vielleicht Chemikalie? Nein. Also brauchen wir noch eine Art Schlüssel hierfür? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß, ey, können wir hier was reinmachen? Spül des alten Verrosteten, sehr schmutzig. Das ist schön. Ich will, oh, noch eine Notiz. Wir kriegen echt viele Notizen hier in der Umgebung, ne? Untersuchungsbericht. Dr. Marcus, Mitbegründer von Präsident... Mit Präsident Spencer von Umbrella Corporation. Vor 10 Jahren verschwunden. Die Ergebnisse seiner Forschung wurden seither unter Verschluss gehalten. Der Grund wurde hier in der von Marcus, Dr. Marcus geführten Ausbildungsstätte deutlich. Nur nicht direkt hier, sondern im Keller. Alles wurde klar, als wir dorthin gingen. Wir fanden den Beweis für Dr. Marcus arbeitet an einem T-Virus-Prototypen namens Progenitor. Scheinbar nutzte er jahrelang Mitarbeiter des Unternehmens als Versuchskaninchen, das stimmt. Wir wissen nicht, wie viele er für seine Arbeit missbrauchte, doch den Indizien zufolge waren es mindestens 20 Personen. Einige wurden absichtlich getötet, um schreckliche Geheimnisse zu wahren. Der derzeitige Aufenthaltsort des Doktors ist unbekannt, angesichts des rapiden Wachstums der Umbrella Corporation in der letzten Zeit vermutlich stark, dass diese Forschung noch läuft. Ja, sein Experiment lebt und wächst im Geheimen. Diese Dinger, die Früchte seiner Arbeit, sind überall in der Anlage. Die restlichen Seiten des Notizbuchs fehlen. Schön. Das heißt, der Typ ist ein Motherfucker und irgendwie mag ihn keiner aus der Corporation und die Corporation ist deswegen ziemlich im Arsch, weil der Typ ein Arsch ist. Right? Das ist die Story. Really? Nochmal zum Heilen? Ich habe viel zu viel zum Heilen jetzt. Ich habe jetzt so viel Heilkram bei mir, dass ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Aber ich will auch nichts davon wegwerfen oder so. Komm, kombinieren wir das mal. Und... Moment, komme ich nochmal zurück in den Raum? Wahrscheinlich, ne? Ich hätte schon. Okay, wir gehen erstmal zurück. Zu dem Raum mit dem einen Zombie da. Und gucken mal, was wir da machen können. Schätze ich. Wo war denn das? Mit diesem Gras-Zombie da will ich zurückgehen. Ich will zurück zum Gras-Zombie gehen, will den umlegen, weil dann verliere ich ein bisschen Munition von meiner Shotgun. Und kann dann das Erste-Hilfe-Spray statt der Munition, für der einen Munition, die ich noch dabei habe, aufheben. Und hier ist noch mehr zum Heilen. Also hier lang. Ey, ich weiß gar nicht, was ich in dem Gebiet hier machen soll. Kann ich mit ihm unten noch was machen? Das kann ich vielleicht gleich mal nachschauen. Aber ich weiß gerade gar nicht. Wie komme ich überhaupt wieder runter? Ich bin gerade etwas überfordert. War das der Raum hier? Nee, das ist der Raum hier. Ich glaube, wir müssen... Okay, offensichtlich nicht. Wir müssen hier rein? Ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade echt nicht, wo wir lang müssen. Das ist etwas verwirrend. Etwas verwirrend ist dies. Ja, hier war das. Klingt sehr, als ob wir richtig wären. Wir nehmen jetzt diesen Scheiß. Und werfen ihn auf diesen Spasti. Okay, jetzt laufen wir ein bisschen zur Seite. Nehmen uns eine Shotgun. Was eine schöne Waffe. Und schießen ihm in den Kopf. Und schießen ihm in den Körper. Und schießen ihm in den Körper. Und sterben gleich. Ich möchte nicht sterben, bitte. Ja, deswegen heile ich mich jetzt voll. Lade einmal nach. Kombinieren. Und nehmen das hier. Und werfen das jetzt auf diesen Menschen. Okay, ich muss ein bisschen zurücklaufen, weil der mich sonst einfach... Thank God. Hey! Ich hätte ihn wirklich verbrannt. Das war schön. Ich habe einen Erfolg bekommen, weil ich den Gegner verbrannt habe. Wie toll, ich habe alle meine Items verloren, die ich jemals hatte. Das ist noch besser. Okay, jetzt meine Frage. Was ist da, wo der Typ eben war? Vielleicht gibt es da ja einen interessanten Gegenstand. Benzi kann es da mitnehmen. Warum nicht? Warum nicht? So, ist jetzt irgendwas. Oh. Eine Sammlung von Egel-Exemplaren. Knopf drücken. Nein. Ja. Dumm. Eine der Kapseln glüht. Egel-Kapsel nehmen? I don't know. Ja, warum nicht? Ich glaube, es war dumm. Oh. Da liegen Flaschen. Auf dem Regal stehen Zeichen. Ich will... Ja, ist mir egal. Ich will eigentlich nur die Flasche haben, die da oben steht. Nein, kannst du nicht einfach bitte die eine... Danke. Verwenden. Kombinieren. Damit. Yes. Wir haben nochmal drei verschiedene... Warum hängt... Oh, wirf die runter, bitte. Die gehen mir auf den Sack. Danke.
Okay, muss ich jetzt. Welche Richtung muss jetzt laufen? Und wo muss ich mit dem Kumpel hin? Wie komme ich mit dem zurück? Irgendwo hin, wo ich bin. Okay, was für Gegenstände liegen hier noch? Da ist einmal was zum Heilen. Das Ding brauche ich wahrscheinlich erstmal nicht. Da ist was zum Speichern. Okay, ich gehe mal kurz in den Raum, von wo ich eben war und heile mich einfach kurz voll. Ich weiß auch nicht, was soll ich jetzt machen? Ich meine, ich muss wahrscheinlich diese Egel-Exemplar-Dose, diese Egel-Konservierungsdose, die vielleicht nur ein paar Wochen haltbar ist, muss ich sehr wahrscheinlich in diesen Kontaminationspenis reinstecken, ich weiß nicht, in den einen Raum da, wo der Raum voller Giftgas war. Oder ich muss es in diese Statue da reinstecken, in diese Büste reinstecken. Wo waren die? War die hier? Nee. Deswegen brauche ich schon erstmal nicht. Da muss ich wahrscheinlich rein. Hier kann ich nochmal speichern. Kann ich irgendwas wegwerfen gerade? Warum habe ich denn schon wieder voll ins Inventar? Was habe ich denn gerade gemacht? Ach, das Ding. Ja, komm, das brauche ich wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich habe jetzt nochmal drei von denen. Ich glaube, ich brauche nicht noch mehr. Fuck that shit. Nein, ich will, dass du die Dinge hier auf dem Boden aufhebst und dann nochmal speicherst. Bitte sammle das Richtige ein. Danke. Jetzt sammelst du das ein und machst es hier rein. Ja, was eine krasse Kombination von zwei Gegenständen. Herzlichen Glückwunsch, Rebecca. Du bist eine smarte Frau. Bitte mach weiter so. Ah, ich werde müde. Nice. Okay. Rebecca, wir haben schon 23 Mal gespeichert. Und ich glaube, 10 Mal davon waren einfach nur Speicherstände an der gleichen Stelle nochmal, weil ich einfach weniger laufen wollte oder so. Dann leg das ab. Danke. Jetzt nimmst du irgendeinen Gegenstand. Hier ist irgendein spannender Gegenstand drin. Du sollst eigentlich auf Karte gehen. Nicht auf Partner, auf Karte. Oh. Wo ist denn? Da. Das heißt, beide interessanten Gegenstände sind voll am Arsch der Welt. Aber ich muss sowieso dahin. Ich muss sowieso dahin gehen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal hier raus. Und dann nach rechts von mir aus. Stimmt? Ja. Also raus hier. Plopp. Und dann gleich nach rechts. Glaube ich. Ich glaube, ich habe recht. Ich bräuchte mal wieder Munition. Ich hätte die ganze Zeit was zum Heilen. Das ist interessant, aber ich würde gerne Munition haben. Das ist gerade ein bisschen wichtiger. Ich meine, ich habe bei meiner Pistole, glaube ich, noch einen Schuss. Bei meiner Shotgun noch 6? 5? Ich weiß nicht, aber nicht viele auf jeden Fall. Hey, wie schön. Ich verwende das einfach mal. Direkt voll geheilt. Wie toll. Ich glaube, das Ding heilt einfach volles halbes Leben voll, oder? Okay, hier vielleicht rein? Weiß ja nicht. Naja, offensichtlich nicht. Okay, dann muss ich das möglicherweise doch irgendwo anders rein. Ich weiß es nicht. Wo ist jetzt mein Leben? Ich weiß gar nichts mehr. Wo ist... Ich dachte, hier irgendwo... Nein. Wo ist jetzt die erste Hilfe? Nicht hier. Okay, gut, im nächsten Raum. Das heißt, wir laufen noch etwas weiter, um den richtigen Gegenstand aufzuheben. Der Zombie hier neben mir, der steht das nächste Mal auf, wenn wir reingehen. Stimmt's? Kann ich noch was machen? Okay, gut. Da kann ich auch nichts mitmachen. Gut. Gut, gut, gut. Gehen wir da rein. Weil hier ist das erste Hilfespray, das ich mitnehmen werde. Ich habe aber keine Munition. Was soll ich denn machen? Ich habe echt keine Munition bei mir. Ist halt kacke. Ist halt schon sehr kacke. Hier? Ja. Ich meine, warum nicht? I don't know. Okay, ich mach's noch nicht. Ich probiere erstmal aus. Ja, komm, mach zu. Ich probiere jetzt mal aus, ob ich vielleicht hiermit irgendwas hier aktivieren kann. Ich glaube es nicht. Aber vielleicht passt das ja hier rein. Wenn das klappt, bin ich happy. Komm, jetzt mach. Nein. Okay. Kann ich theoretisch das Zeug da reinstopfen? Das ist gerade meine Frage. Wenn das nämlich geht, wäre das sehr cool. Weil dann kann ich ja wirklich... Ah, hier. Hier war das. Das würde ich gerne mitnehmen. Ja. Meine andere Frage ist jetzt halt, warum habe ich jetzt... Obwohl, was hat denn er für eine Waffe dabei? Okay, er hat noch 6 Schuss mit seiner Pistole. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Okay, gut, dann kann ich jetzt vielleicht... Ja. Und was kann ich da reinstopfen? Alles, was mir irgendwann praktisch ist. Kann ich... Okay, ich kann mein Zeug, was ich persönlich dabei habe, mein komisches Giftset da, mit dem Verdünner, kann ich nicht da reinstopfen. Das heißt, ich mache wahrscheinlich das hier. Da rein. Mehr kann ich auch nicht reinmachen. Ich kann nur einen Gegenstand reinmachen. Das war schon nicht platzeffizient, wollte ich sagen, ne? Okay, wo ist der Dude? Hier? Bin ich hier richtig? Hier muss ja keiner auf diesem Regal stehen. Ganz viele Pimmel. Das ist interessant.
Okay, wo kann ich jetzt... Wo kommen denn jetzt die Gegenstände runter, die ich... Ah, hier. Aha. Was auch immer ich jetzt mit diesem Ding... Ja, darin... Ja, warum wohl? Wie kommt das wohl dahin? Hm. Interessant. So, jetzt halt die Frage, was ich damit anfangen soll. Ich kann hier nichts machen. Ich weiß nicht. Wo bin ich überhaupt? Ich weiß auch nicht. Oh, okay, da ist noch... Nein. Ich weiß auch nicht, was ich hier machen soll. Ich habe keine Ahnung. Habe ich irgendeinen Gegenstand da oben vergessen? Möglicherweise. Hier kann ich nochmal speichern, ne? Ich sag mir bitte, das ist nur eins. Weil ich habe nicht mehr so viel Platz bei mir. Ja, komm, speichere einfach. Okay, whatever. Mach einfach. Komm, ist alles richtig, was du tust. Alles, was du tust, ist richtig. Rebecca ist im Maschinenraum, ich bin in der Bibliothek und ich habe trotzdem keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Wir haben ja schon mal einen Gegenstand, der wie eine Art Schlüssel funktioniert. Wir haben sogar zwei Gegenstände, die wie ein Schlüssel funktionieren. Wir haben einmal diesen komischen Verdünner, den wir nicht benutzen können anscheinend. Und wir haben einmal das hier. Da kann ich nichts machen. Okay, ich kann nur zurückgehen und gucken, ob es hier vielleicht irgendwas gibt. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt nicht direkt was finde, dann schaue ich einfach nach, was ich machen muss. Sorry, aber nee. Okay, ja. Kann ich hier lang? Eine Treppe führt nach oben. Kann nicht benutzt werden. Sehr traurig. Warum war da ein Knopf an der Seite? Wenn ich einfach durchlaufen kann. I don't know. Ist das ein Fahrstuhl? Seit wann ist hier ein Fahrstuhl? Hey! Seit wann ist hier ein Fahrstuhl? Warum habe ich das nicht... Bin ich in den Fahrstuhl hier reingekommen? Bin ich gerade doof? Ich glaube, ich bin gerade doof, oder? Ja, ich bin sehr doof. Wir sind jetzt nämlich wieder draußen. Ey, was soll ich denn jetzt hier? Was soll ich denn jetzt hier? Ich meine, ich kann jetzt halt einmal drum herum laufen. Was ist denn eigentlich für Gegenstand drin? Magnum-Munition, die ist mir aber völlig egal. Was soll ich denn jetzt hier draußen machen? Vielleicht kann ich hier draußen irgendwas verschieben, weil ich bin ein starker Dude. Könnt ihr sein, dass hier was Interessantes gibt, was ich verschieben kann. Sieht nicht so aus. Bis gleich. Okay, gut. Ich soll anscheinend, frag mich nicht, ich soll anscheinend dieses Zeug hier verwenden, kombinieren, zusammen mit dem Zeug hier. Damit ich dann da drin offensichtlich einen Gegenstand finde. Ich hab, weiß auch nicht warum. Ich soll aber... Hier, da. Ein blaues Egelamulett. Das war offensichtlich da drin. Und außerdem, weil ich keine Lust habe, dass ich jetzt gleich nochmal sterbe, soll ich jetzt unten unserem Freund etwas zuschicken. Und zwar das hier. Und dazu noch das blaue Egelamulett. Ich weiß nicht, warum ich beide Gegenstände nicht einfach auf einmal runtersenden kann, aber das geht offensichtlich nicht. Weil es ist halt zu schwer, mehrere Sachen auf einmal runterzuschicken. Das kann ich schon verstehen. Kann ich jetzt einfach nochmal schicken? Die Warnlampe blinkt. Okay, gut, das muss ich jetzt halt so ihn nehmen. Dann. Oh Gott. Mach's mir nicht so schwer, Spiel. Warum machst du es mir so schwer? Ja, natürlich sollst du das nehmen, Vollidiot. Nein, lass einfach drin stehen, schick's wieder hoch, weißt du? Das wäre smart. Das wäre sehr smart. Okay, gut. Jetzt guckst kurz, ob du noch Platz hast. Wir haben keinen Platz. Na gut, dann legen wir die kurz auf den Boden, weil die brauchen wir nicht. Gehen wieder zu ihr. Und schicken jetzt diesen komischen Kristall runter. Ja. Das machst du jetzt. Du schickst diesen... Ich weiß nicht warum. Und was wir jetzt noch hier oben machen müssen, ist, wir müssen irgendwo einen Knopf finden, den wir aktivieren. Um ihm dann unten eine Tür aufzumachen. Und zu der Tür dazu... Dahinter sind irgendwie Schleimmonster und dahinter brauchen wir den Kristall. Anscheinend. Jetzt ist hier irgendwo noch so ein Knopf, den ich halt echt nicht gefunden habe, weil ich fucking blind bin. Wo ist jetzt hier ein Knopf? Kannst du mir das bitte sagen? Moment mal, soll ich den vielleicht einfach hier reinmachen? Nein? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich den Kristall vielleicht einfach da reinstecken muss, aber offensichtlich nicht. Und ich suche jetzt einfach mal irgendeinen Knopf. Bis gleich. Ah! Da ist ein Knopf. Ich bin dumm. Ah. Interessant. Da ist jetzt also ein Steinmonster, was wahrscheinlich jetzt Billy angreift. Stimmt's? Da wir jetzt offensichtlich sehr neben dem stehen. Okay, wo ist jetzt hier was passiert? Wir nehmen jetzt diese Dinger in die Hand, suchen jetzt nach diesem Schleimmonster. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte einfach auf der Map gucken. Das wäre vielleicht smart. Okay, mal einfach mal schauen. Irgendwo draußen. Ich
weiß nicht, wo, irgendwo, hier, ich gucke jetzt einfach mal da, weil irgendwo wird das sein. Ich meine, ich schätze mal, ich würde die Musik hören, wenn ich direkt neben dir stehe, stimmt's? Es wird nicht so schwer sein, dem zu begegnen. Wo bist du jetzt, Kumpel? Oh, hi. Komm, wirf. Hopp. Hab ich getroffen? Ich habe getroffen, wie schön. Deswegen werf ich jetzt einfach nochmal drauf und dann bist du tot. Hoffe ich. Kannst du bitte sterben? Okay, er ist nicht tot. Dann werfe ich noch einen. Nein, ich schieße einfach auf den... Ich weiß es nicht. Ist das smart jetzt? Vielleicht soll ich einfach wieder drauf schießen. Nein, okay, du bist offensichtlich nicht tot. Deswegen werfe ich weg. Nehme jetzt hier... werfe auf dich... Komm, hopp. Kannst du bitte tot sein? Du bist verbrannt. Schön. Goodbye. Wir sehen uns dann später. Ist hier drin jetzt irgendwas... Das ist noch mehr rote Scheiße? Ich meine, ich habe doch schon die Kacke mit ihr gemixt. Warum soll ich denn jetzt nochmal mixen? Warte, was war das anderes? Ich konnte noch Schwefel, noch konnte ich nochmal mixen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie relevant war. Das war rot und blau. Wir haben noch nie blaues Zeug gesehen, oder? Da ist eine Tür, wo ich rein kann. 4821. Aber da fehlt etwas. Wow. Stuff to heal. Very good stuff to heal. I like it very stuff. Oh, hier ist diese blaue Tür, sehe ich gerade. Oh, ja, das nehmen wir mit. Das heißt, wir können es nochmal voll heilen. Bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Ich nehme es mit. Ich bräuchte nur lieber Munition. Das wäre aktuell vielleicht ein bisschen praktischer. Spiel. Ich habe es nicht eingesammelt. Na gut, dann ja, lege ich es kurz auf den Boden. Schnapp mir den Kristall. Ja. Ich hasse mein Leben. Nein, das war nicht hier. Das war hier und dann... Links. Okay, jetzt mal ernsthaft. Was für Leute spielen das Spiel in ihrer Freizeit und sind nicht total abgefuckt davon? Es ist ja ein gutes Spiel, aber das Spiel gibt sich richtig Mühe, keinen Spaß zu machen. Oder einfach nur frustrierend zu sein. Und das kriegt das ziemlich gut hin. Wollte ich mal gesagt haben. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall diesen blauen Kristall. Und mit dem blauen. Ich glaube, das Spiel macht wesentlich mehr Spaß beim Zuschauen als beim Selbstspielen. Gehe ich mal davon aus. Könnte auch daran liegen, dass 90% der Sachen, die nervig sind, nicht in dem Video sind, was ihr am Ende seht. Jo. Könnte vielleicht daran liegen. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. So, jetzt nehmen wir diesen komischen Dreckscheiß-Spasti-Kristall und stopfen in diese Dreckscheiß-Spasti-Dreckstür. Ja. Bitte funktionieren. Danke, das funktioniert. Was auch immer, das ist ein komischer... Warte, oben, welche Farbe hatte die Tür oben? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Jetzt nimm uns ja mit. Einen Schuss, der drin ist. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Okay, wir haben, glaube ich, sogar noch 8 Schuss mit dem Magnum in dem Bossraum da liegen, wo die Fledermaus war. Stimmt's? Bitte sag mir, ist nichts Fettes drin. Wir haben halt voll keine Munition mehr. Deswegen. Okay, hier ist was drin. Das sehe ich leuchten. Was ist da drin? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gegenstand ist, aber... Moment mal, wir können nicht austauschen, oder? Nein, wir können das aber ablegen. Warum nicht? Und sammeln jetzt, was auch immer das ist. Eingangsspule, für was brauchen wir das? Hier ist noch was. Ein Foto. Auf der Rückseite des Fotos steht etwas für James. Zur Erinnerung an deinen Abschluss 1939. Das ist interessant. Ui. Judging from the age, that guy could be Marcus's son or grandson. Wow. Du Genie. Bist du da ganz allein drauf gekommen? Ja? Wow. Oh! Okay, das brauchen wir wirklich. Du sollst doch einfach nur deine Waffe reinstecken. Du sollst ja nicht irgendeine Kacke mitbauen. Deswegen, komm, ablegen. Okay, ist also. Wie viel Schuss sind es denn genau? 15. Gut. Das ist okay. Das können wir jetzt kombinieren. Was soll ich jetzt? Spiel, wie stellst du dir vor, was ich mit den restlichen Gegenständen jetzt mache? Möchtest du mir das vielleicht erklären? Okay, ich kann es. Ich kann es halt auch nicht kombinieren, die Kacke, ne? Das ist nicht so. Ich bin zu doof zum Waffen. Schön. Oh, fuck off. Jetzt leg das ab. Nimm einfach deine Kacke hier. Ich gucke jetzt, was im nächsten Raum ist. Und möglicherweise kann ich ihr das hier einfach direkt hochschicken. Weil ich glaube, sie braucht das. Ich glaube, sie braucht das zum Entsäubern. Zum Entgiften von diesem einen komischen Raum da. Weil ich glaube, diesen einen Raum, wo der komplette voller Säure war. Und ich glaube, sie braucht diese Eingangsspule dafür, um das einfach alles irgendwie
ja, klar. Der wird bestimmt nicht lebendig werden, den Zombie da direkt nehmen, ne? Gut, dann kann ich den wahrscheinlich einfach aus dem Weg reden. Und ich bin jetzt hier in diesem großen Raum. Das ist gut. Ich hab keine Ahnung, was hier drin jetzt gibt. Vielleicht ja irgendwas Interessantes. Ah, nee, du bist nicht so interessant. Hier laufe ich einfach aus dem Weg. Oh, das ist dein Ernst. Ist das jetzt dein fucking Ernst? Noch ein Gegenstand. Okay. Abhängen. Nehmen wir den Gegenstand hier. Wir schicken einfach alles direkt hoch. Ja, nimm es jetzt mit. Ja, grünes Egelamulett nehmen wir mit. Ist wirklich toll. Freut mich, dass du das dabei jetzt hast. So, jetzt gehen wir nämlich hier raus. Schicken ihr die ganze Kacke zu, die wir jetzt haben. Ich weiß nicht, wofür sie die Eingangsspule braucht, aber ich schätze mal, sie braucht die auch. Nicht wir. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was wir ihr hochschicken wollen? Pistolenmunition, irgendwas können wir schicken, Pistolenmunition hoch. Wo liegt denn jetzt? Da. Habe ich aber gut getroffen. Ja, bitte mitnehmen. Haben wir noch mal einen Platz? Nein, das heißt, wir schicken jetzt vier... Oh, keine Ahnung, wie lange das jetzt dauern wird. Das wird... Oh, bis gleich. Okay. Da ist der Gegenstand. Wie toll. Okay, was machen wir jetzt hier mit? Ich hab... wir stopfen einfach direkt hier rein. Das ist gut. Das heißt, wir müssen nicht nochmal durchs komplette Gebäude laufen, wie jetzt die letzten 15 Mal. Ich habe noch 5 Schuss mit dem Ding hier. Das ist auch etwas... Das Schloss wurde geöffnet. Das ist toll. Gut, dann gehe ich hier mal rein und schauen, was jetzt hier drinnen gibt. Ich hoffe mal, ich brauche nicht mehr Munition, weil ich habe jetzt einfach nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe 5 Schuss mit... Bitte sagt nicht, dass hier irgendwas Fettes drin ist. Was gibt's hier drin? Ja, auf den scheiße ich jetzt. Sorry. Nee, ist mir egal. Was ist das? Oh, Pistolenmunition, wie toll. Was ist das hier? Das Desinfektionsmittel, schätze ich mal. Wow. Ich Genie. Okay, kann ich das hier auch mitnehmen? Ja. Das auch. Nimm einfach alles mit, was hier drin ist. Ja. Okay, das heißt, wir können zurückrennen. Scheiß auf den Scheiß, krieg ich einen Dreckszombie. I don't care, lass mich in Ruhe. Ich brauch dich nicht. Liegt hier irgendwo irgendwas Brauchbares? Diese Behälter sehen aus, würden Leichen darin aufbewahrt. Ja, das liegt vielleicht daran, dass da auch drin Leichen aufbewahrt werden. Nein. Okay. Ich dachte, da wären Leichen drin gewesen. Gut, dann anscheinend nicht. Dann können wir jetzt zurückgehen. Machen den komischen... Warte, wie viel Munition haben wir jetzt eigentlich für... Oh. So. Gut, dann haben wir jetzt doch ein bisschen mehr mit 31 Schuss mit der Pistole. Mit der sehr präzisen Pistole. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht genau, was wir mit der Pistole anfangen können, weil die super schwach ist. Ah, okay. Okay, hier können wir jetzt auf jeden Fall das Zeug da reinstopfen. Und ich weiß nicht, was da drin jetzt auf uns wartet, aber ich schätze mal irgendwas Schönes, möglicherweise. Komm, kombinieren. Stopf das da rein. Mach alle Gegenstände weg, die du jemals gebraucht hast, damit wir einfach genug Platz haben für neue Gegenstände, die wir einsammeln können. Ich habe einfach permanent keinen Platz mehr. Das ist super abgefuckt. Wow. Der wird bestimmt nicht lebendig werden. Okay. Gehen wir da rein. Nehmen uns den Gegenstand drin, weil ich glaube, es war ein Schlüssel. Nehmen uns den Schlüssel, rennen dann raus. Und gehen dann von da aus einfach ins nächste Gebäude. Oder was auch immer. Komm, hier, schnupp's hier. Kannst du das mit einsammeln? Zellenraumschlüssel oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber einfach wieder rauskommen. Nope. Not gonna happen. Not gonna fucking happen. Ist hier irgendwas drin, was ich noch brauche? Nee, ich glaube nicht. Welche Richtung? Rechts, links? Ich habe keine Ahnung. Wo war die letzte verschlossene Tür hier? Nee, ist halt jetzt... Okay, ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Ich weiß halt nicht, ob ich... in dem einen Raum drin die Tür aufmachen soll. Oder ob es die Tür ist, die jetzt einfach hier in dem Flur noch drin ist. Weil es gab ja in dem Gebäude noch einen verschlossenen Teil eines Raumes. Egal, ich gucke erstmal nach, ob ich das hier aufmachen kann. Ja, das war offensichtlich die Tür, die ich aufmachen konnte. Ja, den brauche ich nicht mehr wegwerfen. Ja, bitte. Goodbye. Never need that shit again. So, geht da mal schön rein. Und guck mal, was jetzt hier drin gibt. Wir haben jetzt nämlich ganz viel Pistolenmunition. Uiuiui. Ich habe Angst. Okay, hier ist irgendwas Heftiges drin. Ich kann nicht nach. Scheiß auf. I don't care. Was gibt's hier drin? Okay, hier ist auf jeden Fall gleich ein stärkeren Gegner. Aber das war klar. Okay, gut. Das war sehr klar. Hunter, natürlich. Okay, dafür habe ich genug Munition, hoffe ich. Kannst du den abballern? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch was getroffen habe. Aua. Komm, kannst du bitte... Komm. Kannst du bitte schießen einfach? Erreicht das? Okay, ich hab fast... Warte, hab ich beide schon gekillt? Das wäre jetzt sehr lächerlich, wenn die beiden schon tot sind. Okay, du bist nicht tot. Jetzt bist du... Warum sind die Typen so fucking einfach? Die halten weniger aus als ein Zombie manchmal. Das ist lächerlich. Der Käfig ist etwa menschengroß. Wird darum gezüchtet, die Viecher, die neben dir liegen, du... Bitch. Zahlenscheibe, die brauchen wir. Die müssen wir jetzt wahrscheinlich runterschicken. Muss es sein. Nochmal Sachen runterschicken. Ich dachte, ich habe schon genug gekämpft hier.
Ich dachte, ich habe schon genug. Ist denn vielleicht irgendwo eine Notiz, die ich einsammeln kann? Ich kann mal gucken. Ich will keine Notiz verpassen. Haha. Nee, ist einfach gar nichts. Irgendwie haben sie sich keine Mühe mehr gegeben, mit irgendwelchen Sachen zu verstecken in den Raum oder in den Räumen, in den Räumen oder so. Hier ist einfach gar nichts mehr drin. Aber ich kann jetzt nochmal die Zahlenscheibe runterschicken zu meinem guten Freund. Was der dann damit anfängt, weiß ich nicht. Irgendwas wahrscheinlich. Das war nicht hier, nur das war ganz außen. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob ich ihm vielleicht noch ein paar Gegenstände mitgeben muss oder nicht. I don't know. Warten da jetzt Gegner auf ihn? Vielleicht. Ich schicke ihm einfach ein bisschen Munition mit runter. Das kann ja sein, dass er davon was braucht. I don't know. Ich weiß es. Ich weiß es ja auch nicht. Aber Master Buster, genau. Nee, ich brauche ja ein bisschen was. Ich gebe ihm einfach ein bisschen was mit. Munition ist immer was Schönes. Ja, komm. Ja, schick was runter. Mach das mal. Jo, das tust du jetzt. Moment mal, Munition gab es ja auch noch unten. Das heißt, theoretisch kann er die auch einfach selbst einsammeln, der Spasti. Der dumme Spasti. Der kann das doch einfach selbst machen, fällt mir gerade auf. Du dummer Spasti. Ja. Okay. Gehen wir jetzt hier nach unten. Guck, ob du was dabei hast. Wenn du das hier eingesammelt hast. Diese scheiß Drecksanimation jedes Mal. Ich weiß, dass da was drin ist. Ich habe keinen Platz. Du musst mir nicht jedes Mal... Ach, du musst doch nicht zumachen. Okay. Ich speichere einfach nochmal, dann ist das Ding halt weg. Dann habe ich mehr Platz. Ja, fuck. Da habe ich jetzt zumindest so 15 Minuten hin und her laufen gespart, wenn ich jetzt nochmal speichere. Ja. Ich habe 26 mal gespeichert. Ich glaube, am Anfang der Folge waren es 17 Speicherpunkte oder sowas. Mann, habe ich in dieser Folge viel gespeichert. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich. Jetzt komm, mach weg. Jetzt nimmst du die komische Spule hier. Und dann geben wir den 4821-Code ein. Dann haben wir das auch geschafft. Machen wir. Komm, mach weg. Mach weg den Shit. Der Schüssel. Schüssel, Dizzle, Weckel, Dizzle. Wo war jetzt der Raum, wo ich... Ich weiß nicht. Nicht hier. Nein. Das war, glaube ich, irgendwo in der Richtung. Ja, das wird wohl der einzige Ausgang sein. Ist das oben eine Tür hier? Nein. Wo ist der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Okay, gut. Wo war... Nee, Moment mal. Ich glaube, wir sind jetzt sogar direkt im richtigen Raum, weil ich glaube, im Flur war diese eine Tür, wo wir das Teil heranstöpfen mussten. Das wird, glaube ich, jetzt hier, da. Na, was hier? Ja, hier, gut. Das Ding kombinieren wir uns einfach damit. Wow, Kombinationsfähigkeit. Verwenden. Hab ich gut gemacht. So, jetzt muss ich einen Code eingeben. Ja. Was? 8. Na, das war die. Das war die fucking Fall. Es war 4. Ich bin dumm. Okay, 4. Okay, anscheinend habe ich irgendwas falsch aufgeschrieben. Es ist 4, 8, 6, 3. Ich weiß nicht warum. Ich bin anscheinend dumm. Und zu müde. Oder ich habe wahrscheinlich einfach irgendwas falsch aufgeschrieben. Ich habe eine, okay, ja gut, weiter geht's. Wir haben. Vielleicht habe ich das sogar aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Zettel, wo einfach 15.000 verschiedene Zahlen drauf sind. Bluh. Maybe I could use this. Rebecca here. Over. Billy, I found something here that might make you happy. It's an aerial cable car. Really? That's great. Now we can get out. Yep, let's regroup as soon as possible. Over. Roger. Weg von hier klingt gut. Das klingt nach einer Lösung, die ich auch gern machen würde. Was kann ich hier machen? Da ist ein Hebel. Umlegen? Ja, warum nicht? Mach halt. Ich sprich dagegen. Ich weiß nicht, was ich da jetzt geändert habe. Oh! Oh! Oh, das bedeutet, wir können sie wieder treffen, stimmt's? Was ist... Really? Ich frage mich halt, wie das Spiel erwartet, dass ich so unglaublich viel Platz habe, aber... Die Stromzufuhr scheint aber... Ja, gut. Okay, ich gehe jetzt nach oben, schätze ich. Und treffe meine tolle Freundin, die ich war, alles liebe. Sie ist eine tolle Frau. Wahnsinnsfrau. Ist wirklich sehr nett. Ja, komm, geh einfach hoch jetzt. Mach doch einfach deine Scheiße. Aber jetzt können wir direkt ein paar Gegenstände mit dir austauschen und ein bisschen Platz sparen, glaube ich. Hier liegen aber noch überall irgendwelche Gegenstände rum, die wir noch brauchen. Warum? Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall oben bei ihr, ne? Stimmt's? Ich glaube, das ist bei ihr. Wow, ja, wir sind bei ihr. Okay, das ist... das Ding werden wir brauchen. Das Ding werden wir auf jeden Fall brauchen. Kann ich das kombinieren? Nein. Weil das wäre ja platzsparend. Das will man ja nicht. Wo ist die? Wo ist das gerade? Wo ist überhaupt irgendwas? Ach, muss ich echt natürlich so viel durch... Okay.
Gut. Komm. Treffen wir unseren besten Freund Billy. Und vielleicht können wir alle ganz viel Spaß zusammen haben. Ich weiß nicht mal, wofür ich die ganzen Stromdinger brauche. Ich setze einfach mal für irgendwas. Wird sehr wichtig sein. Sehr wichtig. Oh, doch. Ich glaube, wir brauchen eine Stromzufuhr da oben, wo wir gerade sind. Ich glaube, da war irgendwo ein Schalter oder sowas, wo wir das gebraucht. Ich glaube, ist ja hier dran, ne? Ich glaube, da war irgendwo ein Schalter oder sowas, den wir nicht betätigen konnten, weil da kein Strom dran war. Ich weiß auch nicht mehr. Wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Stromgegenstände, die stromig sind. Hey. Come on. Okay. Vielleicht willst du mir jetzt ja irgendwas sagen, weil wir jetzt hier zusammen sind. Nein. Ich sagte nur, hey, gut, ich bin wieder da. Schön, freut mich. Goodbye. Joa, gib mir das mal. Austauschen, hier. Dann gebe ich dir das. Wir können jetzt das kombinieren. Wir haben noch einen Platz mehr. Und, ja, dann kann man austauschen. Gibst mir das. Also, gibst mir das hier. Dann können wir das noch kombinieren. Hiermit geben. Ich weiß auch nicht. Komm, das können wir noch ihm geben. Dann können wir nämlich das Zeug hier nehmen, was hier noch rumliegt. Das Ding. Das werden wir 100 Pro nochmal brauchen. Das haben wir schon längst weggeworfen. Das haben wir halt einfach noch dabei. Wir werden es brauchen. Das hier ist was zum Speichern, da ist scheiße. Ey, was jetzt? Die müssen da wahrscheinlich rein. Und wie geht das? Können wir da rein? Verschlossen. Die können nicht öffnen. Schön. Bis gleich. Oh! Okay, hier kann man anscheinend hoch. Das ist interessant. Ich wusste, dass wir das Scheißding nochmal irgendwo brauchen. Okay. Und ich bin halt super. Moment, hat sie jetzt. Ich glaube, ich habe ihr gerade die Spulen gegeben, was sehr praktisch wäre, weil ich schätze mal, ich muss hier drin ein. Gewehrmunition. Wie soll ich denn jetzt. Okay, ich kann aber erstmal die ganzen Sachen hier einlegen. Kann die Kamera nicht bitte alle 2 Sekunden wechseln? Das wäre sehr lieb. Ich stopfe jetzt einfach alles hier rein. Ich schätze mal, ich brauche das hier. Ja. Und rechts noch das andere Ding. Oh, dann haben wir auch wieder ein bisschen Inventarplatz. Ist das schön. Ist das schön, meine Freunde. Da stehe ich doch drauf. Kann ich jetzt bitte den Greifhaken endlich mal wegwerfen? Oh. Okay, ich habe mich gerade etwas erschrocken, muss ich zugeben. Das Ding funktioniert jetzt auf jeden Fall. Das ist gut. Passiert jetzt noch irgendwas? Ich will nicht, dass mal irgendwas passiert. Wie viel Munition ist da drin? Sag mir bitte mehr als 7 Schuss. Ich schätze mal, es sind genau 7 Schuss. Also klar. Okay. Nehmen wir das hier mit. Können wir jetzt wieder runter? Ne, wir können schon die Tür einfach aufmachen, oder? Moment mal, das ist ein Schrank. Ist was drin? Nein. Es ist zu hoch zum Runterspringen. Nein, es ist nicht. Es sind 2 Meter oder so. Jetzt stell dich nicht so an. Kannst du die Tür aufmachen? Hey, wir können die Tür aufmachen. Bill sagt mir jetzt, warum gibt es dafür eine fucking Animation? Kannst du nicht einfach durchgehen durch diese Scheißtür? Ohne Scheiß. Das ist der gleiche Raum dahinter. Das ist so lächerlich. Jetzt nimmst du das hier noch mit, damit wir ein bisschen mehr Inventarplatz haben, schätze ich. Ich weiß auch nicht. Das können wir auch noch mitnehmen. Wir haben jetzt einfach ein bisschen Platz. Zum ersten Mal in unserem Leben haben wir ein bisschen Platz. Jetzt können wir hier runtergehen, treffen. Ja. Danke, Kamera. Gehen jetzt hier runter. Das ist auch schön. Sehr schön. Dann würde ich sagen, geben wir uns noch die ganze Pistolenmunition, oder? Fertig. Ich kann vielleicht noch was austauschen. Gehen wir dir hier die Kacke. Ach, wo bist du denn jetzt? Komm her. Kumpel, komm her. Come on! Ja. Ja. Ich will nämlich uns die Pistolenmunition geben, weil ich. Muss ich sie ihr geben? I don't know. Egal. Er hat die Scheiße. Die können wir mal austauschen. Mit der Scheiße. Und geben uns noch die Pistole hier für die Scheiße. Das heißt, wir haben jetzt viele Sachen. Ah, das können wir auch noch austauschen. Ich weiß nicht wofür. Komm, gib dir einfach die Munition wieder. I don't know, wir brauchen ja irgendwas zum Healen, oder? Oder können wir es im Notfall auch so. Egal, im Notfall tausche ich es einfach wieder. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ich habe ja noch das fucking Gewehr. Das wird schon irgendwie klappen. Kannst du bitte auch ausrüsten? So, jetzt gehen wir hier rein. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt wegfahren können. Kapitel fertig? Ich habe keine Ahnung. Oh no, warum? Ist das ein Boss? Das sieht nach einem Boss aus. Really? Bist du jetzt tot? Dein Ernst jetzt? Was ist jetzt? No! Aua, 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 kann ich einfach. Kannst du mich einfach los? Wie, ich sterbe jetzt. Oh, okay, was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Ich bin fast tot, das ist schön. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich versuche einfach mal hier reinzurennen. Der Strom zuvor zu sammeln ist unterbrochen.
Ich muss ernsthaft wieder hoch. Aber warum läufst du in die falsche Richtung? Kannst du die Kamera nicht einfach normal Ich raste gleich aus, ohne Scheiß. Kann ich einfach hier wieder hochklettern? Geht das wieder? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, es funktioniert. Thank God, dass das funktioniert, Alter. Ich bin sehr dankbar, dass das jetzt geht. Ich lasse es jetzt einfach mal da unten. Ich kämpfe nicht nochmal gegen das Vieh. Ist mir jetzt völlig egal, was mit dem passiert. Ich werfe... Oh, komm. Laufen für alle... Komm, laufen für alle kaputt. Ist mir jetzt wirklich sehr wichtig, dass du alle kaputt machst. Oh, wie schön sich das anfühlt. Oh, noch einer, komm. Komm, die Scheißviecher. Flop, flop, flop. Warum ist das Teil überhaupt rausgeflogen? Musste das echt sein? Eine Ausgangsspule fehlt dir. Die liegt direkt daneben, du dumme Bitch. Kannst du... Okay, hier habe ich auch noch Platz. Das nimmt doch einfach. Danke. Wenn ich jetzt keinen Platz habe, dann weine ich. Oh, ich habe Platz. Gut. Ging doch. Ich habe übrigens gerade voll geheilt und trotzdem kein volles Leben bekommen. Finde ich schön. Ich war so gut wie tot. Das hätte mich jetzt sehr geärgert, wenn ich jetzt gestorben wäre. Ohne Scheiß. Ich hätte geweint. So, kann ich jetzt irgendwas machen? Das ist die gleiche Animation, die wir eben schon hatten, Kumpel. Das ist wirklich eins zu eins die gleiche Animation. Wollte ich nur gesagt haben. Nicht so cool. Kann ich jetzt mit dem Ding fahren? Ich meine, ich kann ja logischerweise nicht zu ihm wechseln. Aber vielleicht muss ich einfach alleine wegfahren. Vielleicht müssen wir einfach auf ihn scheißen. Ich hoffe, wir müssen auf ihn scheißen. Weil, warum auch immer er jetzt an diesen komischen Affen da ins Wasser geworfen wurde und die 15 Affen davor kein Problem gemacht haben. Don't care. Das war wohl ein mächtiger Affe. Der sah am Anfang ein Boss. Der sah aus wie ein Boss-Affe. Aber ich glaube, es war einfach ein ganz normaler Affe. Deswegen, fuck it, komm ich hier einfach rein. Sag mir bitte, dass das jetzt geklappt hat. Sag mir bitte, dass das jetzt alles geklappt hat. Und das Kapitel jetzt erstmal hier zu Ende ist. Ja, okay, der wird auf keinen Fall. Der wird nicht wach werden. Hey. Ui, der hat ein. Was hast du denn dabei? Was hast denn du da? Magnum! Wow! Zum Glück haben wir die Munition für das Ding nicht. Völlig woanders. Alter. Wir haben halt 8 Schuss für das Ding einfach nur am Arsch der Welt, aber ich gehe jetzt nicht zurück. Nee. Sorry. Do not care. Wir fahren jetzt und kommen nie wieder. Ich schätze mal, jetzt fahren wir zum letzten Kapitel des Spiels. Oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Ich glaube, wir fahren zum letzten Kapitel. Ich habe keine Ahnung, was unser Kumpel jetzt in der Zeit macht. Aber wir fahren weg. Irgendwohin. Irgendwohin, wo es nicht hier ist. Woran wir jetzt ankommen? Ich habe absolut keine Ahnung. Dunkelheit und fucking shit. Wirst du jetzt wach? Ausgeforscht. Okay, wir haben noch einen Erfolg bekommen. Ich schätze mal, wir sind jetzt wirklich im letzten Kapitel. Ich schaue mir jetzt einmal kurz hier in der Umgebung um. Vielleicht können wir ja mal speichern. Wir haben nicht mehr was zum Speichern. Vielleicht liegt hier irgendwo eine Farbspule rum. Neben dem... Oh. Wie toll, dass ich das jetzt überhaupt nicht brauche. Aber egal. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch mal einen letzten Cut, bevor wir das Spiel jetzt im nächsten Part wirklich beenden. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel immer noch weiterhin. Ich weiß, es sind nicht ganz so viele Zuschauer wie bei anderen Spielen, aber es ist ja genau wie bei Soma, dass bei den längeren Projekten immer die wenigsten Zuschauer sind. Sehr schade. Aber falls ihr das Projekt bis hier jetzt schon gesehen habt, schreibt einfach mal Hashtag Corrupted Army unten in die Kommentare rein. Damit ihr mich auch ein bisschen motiviert. Und das ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben da, um mich zu motivieren, dass ich weiter dieses Spiel spiele und den letzten Part auch noch schaffe, damit wir es dann endlich mal durchgespielt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Euer Corrupted. Bis dahin. Bye, bye.